So wie man schwer sehen kann, alles auseinandergebaut. Ich habe das jetzt einfach mal so auf gut aus dem Bauch heraus alles mal auseinandergenommen. Ich habe heute ein Lack of Tail Effectiveness Problem gehabt in der Luft. Ich habe einfach nur, ich wollte das wie gesagt alles nur durchtesten. Ich habe das jetzt die letzten Flüge auch bei relativ viel Wind durchgetestet hier, diese DR-Einstellungen. 80, 80, 80 ist der Werkseinstellung wert. Ich habe es mal runtergesetzt auf 60, 60, 60. Bei 60 habe ich festgestellt, dass das Tail dann irgendwie ein bisschen weniger aggressiv, smoother läuft. Dann habe ich das auf 60 gelassen, das Vierer, habe aber festgestellt, dass dann habe ich es auf 65, 65, 65 gestellt. Das flog schon gut, aber die Rollpitch so in der Kurve merkte man, Curvy-Kurvenflug merkte man in der Rechtskurve, fehlt irgendwie Roll und Pitch, funktioniert nicht. Ich habe dann 65, 85, 65 geflogen. Dann 65, dann 70, 90, 70. Und jetzt, da sich die Werte immer wieder angleichen, 1, 2, damit man dann eine schöne Kurve fliegen kann, rechts herum. Wie gesagt, 65, 65, 65. Oh, die Linkskurve, ein Traum, aber die Rechtskurve geht nicht. Deswegen muss man für die Rechtskurve die Einser und die Zweier, den Zweier nur hochzuschrauben, bringt nichts. Ich habe es mit 70, 90, 70 geflogen. Geht auch, aber irgendwie Pitch und Roll, die müssen miteinander zahlenharmonisch harmonieren. Insofern müssen die Werte, glaube ich, identisch sein, da jetzt den Roll unnötig hochzuschrauben. Das scheint nicht so viel zu helfen. Bringt ein bisschen was, ist aber nicht. Und das war jetzt der letzte Flug, 75, 75, 75, wie man hier sieht. Nee, genau, 75, 75, 65. Also ich habe es ja schon mit 65, 65, 65 alles durchgeflogen. Mach meine Tests für. Schon, dass mir die ganzen Schräubchen nicht durcheinander laufen. Dass den schnellen Vorwärtsflug im schnellen Vorwärtsflug des Tail ringsrum drehen. Da habe ich festgestellt, der Heckrotor hatte dann echt Probleme anzukämpfen. Der hat die Drehung nicht geschafft. Was dann passiert, der Flight Controller kriegt so ein Blackout 5 Sekunden lang. Also der Helikopter reagiert teilweise gar nicht bis komisch. Das dauert so 5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden und irgendwann fängt der sich dann wieder, der Flight Controller. Ich bin dann wieder weitergeflogen und habe das gleiche Manöver, Pitch vorwärts, Tail links rumhauen. Also das war jetzt das Thema Tailrotor wieder. Ne? Es geht immer um Tail, 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 Tail. Schneller Vorwärtsflug, im Flug, das Tail einmal rumhauen. Hat wie gesagt nicht funktioniert. Er blieb so hängen in der Luft und man merkte richtig, irgendwas geht nicht. Der kriegt dann Blackout, der Flight Controller. Das dauert 5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden, bis sich das wieder fängt irgendwie in der Luft. Ich bin dann ganz normal weitergeflogen, flog auch gut und dann habe ich das gleiche Prozedere nochmal versucht, Pitch vorwärts und dann die andere Richtung. Und bei dem andere Richtung
fing dann irgendwas, der Tail machte wieder nicht mit und der Helikopter fing dann irgendwann an, sich so um die eigene Achse zu drehen. Das ist so ein typisches Lack of Tail Effectiveness, dass das dann, es wird immer schneller. Also der Helikopter rotiert sich dann um die eigene Achse in Richtung Drehmoment immer schneller, immer schneller. Also das wird natürlich, dass der so leicht ist, geht es. Also es sieht gefährlich aus. Er fiel dann runter aus 5 Meter und das war's dann. Ich habe es dann wieder zusammengeklebt und dachte mir, jetzt gut, kannst du aufs Feld weiterfliegen. Geht aber nicht. Nehme mal an, irgendwas stimmt mit dem. Ich dachte erst, das Kabel hat es rausgezogen, den Stecker hinten. Die Kontakte habe ich noch ein bisschen gespreizt, dass die nicht, ja, nicht miteinander kollidieren. Ne? Das ist besser, wenn man da so einen kleinen, eine kleine Isolierung drumherum macht, über den einen Pol zumindest, damit die nicht irgendwie aneinander gedrückt werden, wenn man es dann. Aber das. Entweder es liegt hier an dem End, der Motor dreht sich nicht mehr. Entweder der Motor ist kaputt. Es ist jetzt herauszufinden, was kaputt ist. Er dreht sich nicht mehr, gar nicht mehr. Jetzt muss ich herausfinden, liegt es am Motor? Jetzt habe ich mir den Motor bestellt, hier dieses Bauteil. Wenn es daran nicht liegt, dann hat es mit der Hauptplatine zu tun. Ich glaube nicht, dass es an der ESC-Platine liegt. Die ist noch okay, weil die LED leuchtet noch, der Motor dreht noch, die Servos bewegen sich noch. Das funktioniert alles. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist hier die Heckrotorbuchse. Die ist irgendwie tot. Also nehme ich mal an, in Fehlerquellen, Bugfixing. Es liegt wahrscheinlich am dem kleinen Heckrotormotor, dass der entweder den Geist aufgegeben hat oder irgendwas geht auf einmal nicht mehr. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wie man das alles auseinanderbaut und dann auch wieder zusammenbaut. Das Gute an dem Teil ist ja eben, dass man alle Teile gibt es als Ersatzteil. Also man kann, wenn man etwas technisch versiert ist, kann man das alles, man muss nicht gleich das ganze 225-Euro-Konstrukt in die Tonne schmeißen. Man muss sich halt selber überlegen, wie kann man es wieder reparieren. Gut, hat auch seinen Sinn wahrscheinlich irgendwie. Jetzt lernst du mal die ganze, diese kleine. Das schraube ich ja also in groß zusammen, in 600er Größe. Jetzt habe ich es mal in so einer, ich weiß nicht, eine 100er Größe oder was ist das? Eine 50er Größe. Also eine 250 ist ja klein, aber das ist da längst nicht so klein. Eine T-Rex 250 ist schon noch etliches größer als dieses Ding hier. Das ist jetzt das T-Rex 50 Format oder 25, fragt mich nicht, mal so als Vergleich. Es ist also die kleinste Mechanik, die ich je gesehen habe. In Zahnradkultur habe ich jetzt mal alles auseinandergenommen. Die kleinsten Servos, die sind wirklich miniaturförmig, ne? Wenn man mal Daumengröße, das ist schon. Ein kleines Miniaturkunstwerk hier mit diesem kleinen Powermotor, der ist wirklich, der hat Kraft, ne? Das ist jetzt nicht ohne. Jetzt kann ich wenigstens mal die Zahnräder überprüfen, wenn ich jetzt mal alles so schön auseinandergenommen habe, alles wieder sauber machen. Eigentlich wollte ich noch einen Flug, also ich wollte die Regisseurin beten, das mal zu filmen, wie es fliegt. Nachdem ich dann schon so richtig schöne Bodenflüge
Rasante Bodenflüge im Tiefflug auf die Reihe bekommen habe mit den Einstellungen, aber durch das Lack of Tail Effectiveness hat es mir jetzt den Vogel total zerdeppert. Und ich nehme mal an, es liegt, hat irgendwas mit diesem Heckrotormotor zu tun. Entweder der ist ausgefallen oder ich weiß, kann euch nicht sagen. Es ist jedenfalls nach den Durchtesten eines Flugmanövers passiert. Ne? Mir ging es nur darum, diese drei Werte noch zu eruieren. Wie stellt man es? Gibt es eine Nummer, die noch besser fliegt? Das wollte ich nur durchtesten. Ich hatte da nur Angst, also Bedenken. Dachte mir, ja, das kann wahrscheinlich sein, dass es den Stecker hier rausgezogen hat, hier hinten. Hab's aber nochmal durchgetestet. Das ist es nicht. Der kleine Rotor hinten, der dreht sich gar nicht mehr. Würde mich mal interessieren, ob es auch so vier Blattpropeller gibt. Wäre auch mal interessant, das mal so durchzutesten. Geht ja dann leicht, ne? Ja, also das war's nix. War nix. Das, also wie gesagt, nur durch ein Flugmanöver durchfliegen. Der flog sonst wunderschön, aber ich dachte, ich teste das jetzt nochmal durch. Rasanter Pitch-Vorwärtsflug und dann Tail einmal so und einmal so rumhauen. Ich habe das schon öfters erlebt, dass das, der Flight Controller steigt dann aus. Der kriegt wie so einen 5 Sekunden langen Blackout. Benimmt sich ganz komisch in der Luft und es dauert so ungefähr 3 bis 5 Sekunden, 1, 2, 3, bis sich dieser Flight Controller wieder fängt. Ne? Man kann dann ganz normal weiterfliegen, als wäre nichts gewesen. Deswegen dachte ich mir, ich versuche das gleiche Manöver nochmal in die andere Richtung. Und da hat es mir den Vogel dann wirklich um die eigene Achse, man merkt es, also der Hauptrotor dreht sich so rum, das ist vorne die Nase, dreht sich so rum, das Drehmoment wirkt in die genau entgegengesetzte Richtung. Genau so war das Phänomen, der fängt langsam an, sich um die eigene Achse zu drehen, der Helikopter, und es wird immer schneller. Und logisch, irgendwann hast du das Gefühl, den Vogel zerreißt dir jetzt bald in der Luft und gut, bin jetzt froh, der Rasen ist, er ist gelandet im relativ etwas höheren Rasen. Da war der Schaden noch geringer, also die Mechanik hat nichts soweit abbekommen. Es geht jetzt nur darum herauszufinden, in welchem Bauteil es liegt. Deswegen habe ich mir jetzt heute mal die Mühe gemacht, den ganzen Schlodderer Dotz mal auseinanderzunehmen. Die LED leuchtet auch, also das geht auch. Das hat es natürlich völlig zerbröselt hin. Das ist auch schon etliche Male geklebt hier, weil der Schwanz hier, der. Ich habe es jetzt, trotz dass ich es zusammengeklebt habe, habe ich es nochmal richtig gut auseinandergenommen, muss ich sagen. Es hält sogar die zwei Hälften. Mit Gefühl auseinandergenommen, als wäre es niemals gebrochen. Aber das sind so die zwei Hälften, die man sich auch nachbestellen kann. Und so kann man es dann auch wieder zusammenbauen. Wird schon sein. Ist mir nur ein Rätsel, dass, wie gesagt, das Phänomen habe ich schon öfters festgestellt. Dieses Flugmanöver durchtesten, schneller Pitch, Vorwärtsflug, Tail rumhauen. Könntest du einem echten Piloten niemals sagen, der würde sagen, du spinnst. Der würde dem Ingenieur sagen, bist du bekloppt oder was, mach selber. Das würden echte Helikopterpiloten, würden so ein Flugmanöver niemals in der Luft machen. Deswegen sind Flugmodelle, auch wenn Spielzeug ist, gar nicht so doof, weil man riskiert keinen Menschen im Cockpit, sondern man kann es selber durchtesten und sehen, wie fliegt Aerodynamik. Das ist alles Software.
Und das sieht man ja, wenn die Software die Kontrolle verliert, das Prozessorhirn, das dauert 3 bis 5 Sekunden, bis sich das wieder der Aerodynamik-Algorithmus sich wieder fängt in der Luft und man kann dann nach 5 Sekunden weiterfliegen, als wäre nichts gewesen. Aber ich habe das Gleiche, dachte mir, nee, ich treibe das jetzt echt mal auf die Spitze, weil ich wollte jetzt echt mal wissen. Also ich habe, wie gesagt, das Tail schon mal runter, nur das Tail runtergedrückt, 80, 80, 60. Bei 75, 65, da ist es noch, die eine Drehung geht ein bisschen langsamer, die geht ein bisschen schneller. Also es ist nicht so, dass man irgendwie den Wert runterdrückt, runtersetzt und dann hat man einfach nur ein langsameres Tail. Weniger aggressiv, weniger Robotik, ne, hinten am Tail, sondern einfach nur ein schönes, seichtes. So wollte ich das haben, nicht so ein, sondern einfach nur so ein. Also den Viererwert auf 60 runterschrauben, das ist bewirkt, dass man, dass sich das in eine Richtung langsamer dreht und in die andere Richtung schneller. In Richtung Drehmoment geht es immer ein bisschen schneller, entgegengesetzt vom Drehmoment geht es langsamer. Der 75er Wert ist so der Wert, wo es in beide Richtungen die Geschwindigkeit gleich ist, ne? Die Gradzahl pro Sekunde, das ist der Wert 75. Deswegen habe ich heute mal 75, 75, 75 geflogen und bei dem Flugmanöver hatte ich dann, wie gesagt, bei dem Test Helikopter schnell rechts Vorwärtsflug und dann das Tail in die andere Richtung. Das war's, ne? Ich bin, genau. Der erste Test war Pitch Vorwärtsflug, Tail links herum. Dann blieb er so in der Luft hängen, fliegt dann so weiter. Man sieht, er kommt nicht gegen an, er schafft diese Drehung nicht. Der Flight Controller kämpft und kämpft und kämpft, um diese Drehung hinzubekommen in der Luft beim schnellen Pitch-Vorwärtsflug. Ist dann so ein. Und dann sieht man richtig, oh. Der bleibt dann so stehen, so 3 Sekunden lang. Da kann man auch nichts mehr. Man kann den Knüppelstick nicht mehr zurück, den Vogel nicht mehr zurückschicken. Das ist, der Flight Controller verliert, der kriegt einen Blackout 3 Sekunden lang. Das ist dieses Phänomen Lack of Tail Effectiveness. Der Flight Controller kriegt einen Blackout 3 bis 5 Sekunden. Der reagiert auch gar nicht mehr auf Steuereingaben. Also ich hätte ja auch sagen können, ja, wenn ich jetzt echt merke, oh, der, ne, dann drücke ich das Tail halt wieder so hin, wie es vorher war. In Pitch-Richtung vorwärts, ne? Der reagiert aber nicht. Das dauert 3 bis 5 Sekunden. Der Flight Controller kickt, das Motherboard kriegt einen totalen Blackout in der Luft. Und da kann man so viel Steuereingaben machen, wie man will. Es bringt nichts. Deswegen habe ich das Gleiche nochmal in die andere Richtung probiert. Zurückgeflogen und dann Pitch vorwärts und das Tail so rum. Und da spielte der Vogel dann total verrückt, dass er erst so eine halbe Umdrehung und dann irgendwas stieg dann aus. Und dann fing das an, dass sich der Helikopter langsam anfängt. Ich um die eigene Achse drehen, mit dem Tail hinten in die Rechtsrichtung, also im entgegen des Rotordrehsinns und es wird immer schneller. Und wenn es immer schneller wird, immer schneller, diese Rotation, dann logisch, irgendwann zerreißt sie den Helikopter in der Luft. Also das ist dann das Einzige, was die Helikopterpiloten, die echten, machen können, so schnell wie möglich landen. Aber
Das hat was mit Software, Algorithmen, Aerodynamik zu tun. Das ist alles Software. Also ich habe den nicht geschrottet, den Helikopter, sondern das ist dieses Lack of Tail Effectiveness. Ich habe das schon mehrfach studiert, das Phänomen, Phenomena, aber es ist wie so ein Blackout in der Luft, ne? Ich glaube, selbst die Ingenieure haben das noch nicht so ganz raus, woran es genau liegt, dass das nicht komischerweise, ich habe das selbst bei windigen Verhältnissen, hat es der Helikopter geschafft, gegen den Wind anzukämpfen. Das hat sich gedreht in der Luft beim schnellen Pitch-Vorwärtsflug. So im Wind hat das auch funktioniert. Also deswegen, ich kann euch nicht sagen, was da heute total zu Bruch gegangen ist, warum, wieso, weshalb, aber das war so ein typisches Lack of Tail Effectiveness Phänomena. Der Helikopter fängt dann an, es wird immer schneller, dreht sich entgegen des Rotor Richtung um die eigene Achse, es wird immer schneller und dann zerfetzt den Helikopter natürlich in. Wenn nicht dann in der Luft, dann halt am Boden. Der ist eigentlich sehr robust. Hat jetzt gehofft, dass der Rotor hinten sich noch dreht, aber da dreht sich gar nichts mehr. Alles andere funktioniert, aber der Heckrotor, der Heckmotor, der macht nicht mehr mit. Deswegen nehme ich mal an, dass irgendwas entweder beim Aufprall oder in der Luft. Kann euch nicht sagen, was da los ist. Das dauert jetzt natürlich, die Chinesen sind nicht sonderlich schnell. Das dauert Monate, bis diese Bauteile kommen. Selbst auf eBay gibt es die nur, kommt aus China. Deswegen muss ich da jetzt lange warten, wahrscheinlich, bis ich diese Bauteile bekomme. Also diesen Heckrotor, Motor plus die zwei Schalen habe ich mir jetzt nachbestellt. Die werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit Uhu-Harzkleber hier verstärken an der Stelle. Damit es noch ein bisschen stabiler wird, das Konstrukt. Und was ich mir überlege, ob ich die nicht umspritze. Also, dass ich die nach meinem eigenen so schönen Silberlack irgendwie das einfach schwarz lassen. Und das einfach nur schön. Die Fensterchen da abkleben und dann das Ganze einfach schön Silberlack. Ich bin überlegen, ob ich das nicht mache. Die finstern rot. Wenn man das die Bauteile dann schon mal so vor sich hat, dann kann man das ja mal versuchen. Dann ist es wenigstens so schön metallisch glänzend, der Rumpf. Sieht vielleicht noch besser aus. Eher so ein Metallic-Look. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber das ist jetzt so das war jetzt die Erfahrung. Jetzt habe ich mal alles auseinandergenommen. So sieht's aus. Mal gucken, wie es dann läuft, ne? Wenn der Motor sich dann immer noch nicht dreht, dann liegt es am Motherboard. Aber so hat man jetzt zumindest mal diese kleinste Mechanik, die ich je in den Händen gehalten habe, für ein Vierblatt Hauptrotor mal so in der Hand. Kann alles sauber machen. Ich werde die nochmal neu verkleben, die ganzen Motherboards und ESC-Boards, damit das ist einmal richtig warm geworden hier. Das war aber von diesem 850 mA Akkus, da wird die Platine warm. Deswegen solltet ihr da nicht, müsst nicht glauben, ich kann jetzt da 800, 900.000 mA Akkus reinklemmen. Irgendwas verträgt sich da nicht so gut. Das sind 720er mA Akkus, die ich jetzt durchgeflogen habe.
Das geht, die, glaube ich, die Originalakkus, die da mitgeliefert werden, sind 700 Milliampere. Da kann es auch sein, dass die LED da nicht mehr leuchtet, ne? Wenn ihr da zu viele Milliamperes da reinkloppt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das Kabel war schon arg weit nah an dem Motorritzel, dass ich schon fast dachte, jetzt das schleift schon. Also muss man gucken, dass ich das ein bisschen dann noch neu wieder ein bisschen anders verkabel, damit es da nichts stört. Ansonsten bisschen nachfetten. Die Zahnräder halten ziemlich lange. Ganz leichtes Spiel. Ist perfekt eigentlich. Weil sonst ist der Helikopter unverwüstlich. Also das hat mir jetzt echt. Ich wollte jetzt nur Lack of Tail Effectiveness durchfliegen. Weil das ist ja, wie gesagt, nur ein Push. Der pusht hier nur. Das ist ein Push-Pop im Endeffekt. Die Wind nach dahin drücken, damit das Tail nur nach links wandert. Das Drehmoment brauche ich keinen. Brauche ich hinten gar keinen Rotor. Da kann der stehen bleiben eigentlich. Das Tail dreht sich von alleine nach rechts. Also es ist ein ganz anderes Prinzip, ne, von Aerodynamik. Hinten nur einen Push-Propeller haben, der einfach nur immer in die Richtung drückt, ne? In die Richtung muss ich gar nichts machen, weil das Drehmoment, dadurch, dass sich der Hauptrotor so rumdreht, das Drehmoment dreht sich immer in die andere Richtung. Deswegen brauche ich in die Richtung, brauche ich gar keinen Propeller. Ja, jetzt mal gucken, wie es läuft mit dem, wenn die Ersatzbauteile dann kommen. Bin am Überlegen, ob ich es dann noch umspritze und dann zusammenbaue. Ich werde es aber erstmal durchtesten, wenn das Teil kommt. Den erstmal so dran klemmen, irgendwie so, ne? Sieht halt nicht schön aus, ist egal. Durchtesten, ob sich's alles dreht. Wenn sich's alles dreht, dann werde ich die Canopies mal umspritzen. Müsste schon irgendwie gehen. Dann hat man so einen Silber-Metall-Look. Ja, also das ist so das Projekt, die Kultur der Reparatur, gucken, dass ich es irgendwie, dass es wieder fliegt. Jetzt fliegt es nicht. Schade, ich wollte eigentlich noch eine schöne Aufnahme machen, damit ihr, aber das hat jetzt heute nicht funktioniert. Aber hat alles, wie gesagt, mit Lack of Tail Effectiveness. Das ist das wichtigste Flugmanöver. Im echten Piloten sagen, jetzt fliegst du mal ganz schnell vorwärts und dann haust du einmal das Tail links rum und beim nächsten Flug das Tail rechts rum. Ne? Jeder echte Pilot würde euch sagen, never ever werde ich dieses Flugmanöver fliegen. Das kannst du selber fliegen, Herr Ingenieur.